Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Njemački za pet. U ovoj epizodi naučit ćemo kako da opišemo put od tačke A do tačke B. Da ne biste propustili naše sljedeće epizode, zapratite nas na našem YouTube kanalu. Prije nego što počnemo da opisujemo put od tačke A do tačke B, naučit ćemo osnovni vokabular vezan za temu Die Stadt. Die Stadt, die Metzgerei, die Bäckerei, die Schule, die Universität, die Bank, die Post, die Straße, die Ampel, die Bushaltestelle, die Kreuzung, die Kneipe, das Café, das Krankenhaus, das Kino, das Theater, das Reisebüro, das Fitnesscenter, das Hotel, das Motel, das Restaurant, das Schwimmbad, der Flughafen, der Bahnhof, der Kiosk, der Supermarkt, der Zoo, der Buchladen. Da bismo opisali neki put, potrebno nam je još nekoliko riječi, a to su sljedeće riječi. Rechts, links, geradeaus, abbiegen, gehen, fahren und meta. Ako želimo nekoga da pitamo gdje se nalazi željeznička stanica, reći ćemo Wo ist der Bahnhof? Možemo odgovoriti Gehen Sie geradeaus, biegen Sie dann links ab, nach 50 Metern auf der rechten Seite ist der Bahnhof. Ili, wie komme ich zum Supermarkt? Gehen Sie geradeaus, dann gehen Sie in die dritte Straße links. Nach 100 Metern ist der Supermarkt an der linken Seite. Ist hier in der Nähe eine Bäckerei? Entschuldigung, ich weiß es nicht, ich bin fremd hier. Fragen Sie jemanden anderen. Gehen Sie geradeaus, in der ersten Straße links befindet sich eine Bäckerei. Ako želimo nekoga da pitamo kojim prevoznim sredstvom možemo doći do neke tačke, upitat ćemo Womit komme ich zum Supermarkt? Ili womit fahre ich zum Supermarkt? Možemo da odgovorimo Fahren Sie mit dem Zug? Ili fahren Sie mit der Straßenbahn? Am schnellsten kommen Sie mit dem Taxi. Ali Am besten ist es zu Fuß. Primijetili ste da smo ovdje koristili mit plus dativ. Vjerujem da ste naučili nešto novo u ovoj epizodi, a da ne biste propustili naše sljedeće epizode, zapratite nas na našem YouTube kanalu. Glosa centar za njemački jezik. Naučite njemački i steknite zvanični certifikat uz naše predavače u fizičkoj ili virtualnoj učionici, dostupnoj 24 sata. Platite na rate i učite korak po korak sa nastavnikom. Posjetite glosaonline.com i iskoristite trenutne akcije.